Einen wunderschönen guten Abend. Mein Name ist Thorsten Schmidt. Ich war einer der traurigen Gestalten, die damals vor 20 Jahren nur wenige hundert Meter von hier in Friedrichshain saßen, als die allererste dieser ominösen Red Bull Music Academies stattgefunden haben. Und 20 Jahre später sitze ich immer noch hier. Das ist in manchen Fällen, zum Beispiel im Idealerweise heute Abend, eine der besseren Dinge, die man sich so vorstellen kann, wenn man sich ein wenig für Musik interessiert. All dieweil jedes Jahr viele junge Menschen aus aller Welt zusammenkommen, um von denen zu lernen, die irgendwann mal was gemacht haben, was wir total super finden. Und in all den Jahren waren wir natürlich fürchterlich uneigennützig und haben immer nur die eingeladen, von denen wir glaubten, dass sie auch wirklich die richtig guten Sachen gemacht haben. Und da kann man dann zum Beispiel mit Frau Dr. Suzanne Rogers sitzen, die so die relevanten Prince-Alben aufgenommen hat, außer For You, und einfach mal so 8 Stunden lang hören, wie ist es denn eigentlich mit dem vielleicht, naja, nicht größten, aber outputfreudigsten, beste Qualitätsradio-Genius dieser musikalischen Welt Tag und Nacht zusammenzuarbeiten und dafür zu sorgen, dass das alles die Welt nachher zu hören bekommt. Was kann man davon lernen, was dann auch andere Menschen weiterbringt? Vor allen Dingen solchen Leuten, die mittelfristig selber Musik machen wollen. Und da gibt es ein wahnsinnig ausuferndes Online-Archiv zu. Dieses Internet hilft da weiter mitunter. Es gibt mittlerweile ein Online-Radio dazu. Dort kann man auch tolle Dinge hören. Und zum 20-jährigen Geburtstag wird da dieses Jahr das Ganze nochmal hier zurück nach Berlin kehren. Dazu gibt es dann ein 5 Wochen lange währendes Festival. Dort spielen dann nicht nur die Leute, die auf diesen Couchen sitzen und ihr Wissen mit den jungen Menschen teilen, sondern eben auch diese jungen Menschen, die dieses Jahr aus fast 40 Ländern kommen, die wirklich die unterschiedlichsten Hintergründe haben und sich durch ganz fürchterliche, brutale Auswahlkriterien durchquälen mussten. Was heißt 60 Fragen beantworten und eine Arbeitsprobe abliefern? Ich habe eben beim Reinkommen auch 2, 3 Leute gesehen, die es durch diesen Prozess geschafft haben und die mittlerweile auch einigermaßen veritable Karrieren in dieser Musikwelt haben. Die Leute, die man gerne dann zitiert an der Stelle, wären sowas wie Fly Low, Hudson Mohawk, Nina Krawitz, einer von den Beethovens, um mal sehr Berlin-spezifisch zu bleiben, der war schon im ersten Jahr dabei und so weiter und so weiter. All das gibt es in diesem Internet. Wir möchten euch und die Leute, die da draußen sich das Ganze anschauen, gerne nahelegen, das vielleicht auch ein bisschen näher nochmal zu betrachten. Aber vor allen Dingen die Menschen da draußen im Internet, genauso wie hier, gerade sehr huldvoll und dankenswert begegnen, dass ihr heute Abend nicht bei Mats Hummels und Cristiano Ronaldo seid, wo ihr auch sein könntet, sondern bei 2 anderen wahnsinnig gut aussehenden jungen Herren, die ähnliche athletische Fähigkeiten haben. Und das wäre die Stelle, mit einem besonders warmen Applaus Sebastian Schari und Gernot Bronser zu begrüßen, die man doch eher als Mozelekter kennt. Ah, Herr Hummels. Guten Abend, guten Abend. Schönen guten Abend. Mann, hab ich einen Bass. Hallo. Guten Abend. Mein Mikro ist lauter eingestellt heute, kann das sein? Ja. Bitte? Du sitzt höher und dein Mikro ist lauter. Du sitzt höher. Das ist der alte Rockstar-Trick. Gott. Ja. Ja, jetzt der Hauptact da, und dann ist hier normalerweise eher so alles lauter als vorher. Übrigens, ich glaube, wir haben noch nie eine Sitzung, so ein Panel auf Deutsch gemacht. Kann es sein, dass wir bisher immer auf Englisch gemacht haben? Auf irgend sowas, wo unsere Lehrer wahrscheinlich hofften, dass es Englisch sein könnte. Ja. Ja, aber das ist in der Tat gerade auch bei diesen Begrüßungen ein sehr, sehr ungewohntes Gefühl. Also plötzlich so zu verstehen, dass Mütter, Tanten, Cousinen das auch verstehen. Vor allem unterhalten wir uns eigentlich ganz normal wie immer, wa?
Ich weiß nicht, ob ich das dem Publikum an dieser Stelle wünschen mag, aber ja, das ist ja auch eigentlich das ganz Angenehme an dieser Situation, dass im Idealfall die Leute sich so wohlfühlen, dass es eben wie zu Hause auf dem Sofa ist und dann, ach, schau mal hier, ich habe da ein Bild gefunden. Wer zur Hölle ist das? Sag mal, hast du Birkenstock mit Socken an? Ey, das ist mal ein Applaus wert. Ich sehe die Comments-Section schon explodieren. Jetzt sind Birkis mit Fell gefüttert. Das ist schon eher so Thundercat-Style, oder? Die Winteredition ist das sozusagen. Schon ein bisschen abgelatscht. Also gut, die riechen richtig gut. Können die ja mal rumgeben, wenn ihr wollt. Woraus man auf jeden Fall sieht, dass ihr eine gewisse Vertrautheit in eurem Projekt habt. So untereinander jetzt. Ja. Das ist so Hass. Hassliebe. Vorhin zum Beispiel ging es darum, einen Ordner zu kopieren auf einen USB-Stick. Das hat eine Stunde gedauert. Dauert halt manchmal eine Stunde. Jetzt sei nicht beleidigt. Manchmal steht man eine Stunde im Verkehr, wa? Ja. Manche Dinge brauchen halt einfach ihre Zeit, ja. Bin ein bisschen irritiert mit dem Sound, aber kriegen wir schon hin, oder? Ja, es ist so ein bisschen so, als wäre man Rush und Geddy Lee ist gerade aufs Toilette gegangen. Der ist ja echt. Ja, weißt du, 20 Jahre und so. Ups. Ja. Das ist doch das Motiv vom Plakat, oder? So smart, oder? Keine Kosten und Mühen. Und ein Space Echo. Ich bin ja begeistert. Mit Barcode. Aber die Steine verstehe ich jetzt nicht. Das habt ihr gemietet, das Space Echo, sehe ich gerade. Was ist hier drin? Puder? Babypuder? Babypuder? Man muss den Janik fragen. Schön. Ananas. Toll. Warum sind all diese Sachen ausgerechnet, all diese Sachen dann am Ende auf dem Flyer gelandet? Haben irgendwie mit uns zu tun, vielleicht. Kann das sein? Das weiß im Zweifelsfall du besser als fast jeder andere hier drin. Okay. Also das mit den Steinen verstehe ich nicht. Die Torte ist klar, das ist Berlin, Space Echo. Alter, ja. Also hier, Mode Selector, damals vor vielen Jahren, muss man mal kurz erzählen, Shari ging auch in die gleiche Schule wie ich. Selber Jahrgang? Nee, ich war... Jünger warst du. Ich war... Shari war der Coole und ich war der Jüngere. Aber... Shari hatte eine 909, eine 808. Und ein Space Echo. Und ein Space Echo. Und hat in der Garage seines Vaters Musik gemacht. Es war aber eher so ein Treffpunkt der Jugend. Hat immer ordentlich gequalmt. Und irgendwie saßen wir dann am Ende immer als Letzte an den Geräten, wenn schon alle weg waren, und haben da so rumgeschraubt. Da stand immer dieses Space Echo, was dann irgendwann wirklich der Namensgeber war. Habt ihr das gemietet, das Space Echo? Also ich habe nicht meins mitgebracht, nein. Wir haben auch eins, immer noch. Ja, siehst du. Das hat man nur was gesagt. Davor hattet ihr aber noch einen anderen Namen, der war ja fast genauso lyrisch. Das war Shari Solo. Jetzt hört zu, der Name. Fundamental Knowledge. Wer lacht? Richtig ernster Name, ja. Fundamental Knowledge, ja, war damals das Projekt davor. Die Tracks, die ich aufgenommen habe, in meiner Garage, wo ich Raum und Zeit verloren, 15-Minuten-Tracks, irgendwann mal ein Break, dann ging es weiter und nächsten Tag hat man sich's nicht mehr angehört. Es ist ja dieser wahnsinnig schöne Moment in diesem Opus Magnum von euch in Zusammenarbeit mit Herrn Hoshi, wo einer eurer alten Kumpels sagt, ja, und der Shari damals, der hatte schon so richtige Tracks, wo auch mal die Strings ganz alleine da standen. Ja, so weit gab's. Also so ein Arrangement-Genie von Claire Fischer und Beethoven-Größe. Absolut. Genauso wollte ich das damals auch haben, genau mit diesem Attribut. Ja, so sahen es doch aus, ja. Aber das war ja noch nicht in Berlin selber.
also ich meine, heute kommt ihr auf die Bühne und sagt so, ja, hey, wir sind Mode-Selector, wir sind aus Berlin und so weiter, aber da wart ihr noch so in der Idylle. Ich glaube, wir müssen das geografisch mal erklären. Ne? Also, hi Olaf übrigens. Olaf. Ihr kennt Berlin, dieses Eiland, umgeben von Brandenburg. Ne? Es ist wirklich, ich sage immer, rund um Berlin ist überall Osten. Ne? So. Korrekt. Ja, zu einer gewissen Zeit war das ja auch nicht so falsch. Aber tatsächlich, wir kommen aus dem Osten von Brandenburg. Also ne, wenn man sich Berlin als eine Torte, als eine Uhr vorstellt, kommen wir von etwa so Höhe 3 Uhr. Also so wirklich östlich, Speckgürtel, den Fernsehturm immer in Sichtweite. Und aber Brandenburg, das ist wirklich geil. Sehr viele Seen, Gewässer. Der eine Ort heißt Rüdersdorf, da komme ich her. Und Gernot kommt aus Woltersdorf. Rüdersdorf war das Manchester. Woltersdorf war das Luzern am Vierwaldstätter See. Ja. Ja, aber waren überall die gleichen Idioten. Ja. Also so schallte es dann ab 1900, naja, ich sag mal so, als es populär wurde mit diesem ganzen Techno. 92. 92 ist dann auch so, die letzten Nazis angefangen haben, E's zu nehmen und total piesig wurden und sich in ihre GTIs und Kadetts gesetzt haben. Weißt du das? Kennst du das, diesen Phänomen der das Phänomen der Transformation damals? Du meinst, als man sich plötzlich nicht mehr so arg auf der Terrasse geschlagen hat, sondern so im genau. Arm lag. Ja. Alle ja. kauen, keiner Dynamo. Isst. Dynamos dufte. Genau, alle kauen, keiner isst. So war das, da waren die Glatzen auf einmal nett. Und dank des Techno, speziell in Brandenburg, also wir sind jetzt auch, wir haben lange immer darauf gepocht, ja, wir sind Mode-Selector aus Berlin, aber jetzt sind wir in so einem Alter, wo wir wieder ein bisschen auch dazu stehen, dass wir aus Brandenburg kommen eigentlich. Also ihr seid Dorfjugend am Ende. Wir sind Dorfjugend, ja. Ja, aber mit Sichtweite vom Fernsehturm. Der nicht Alex heißt, sondern Fernsehturm. Und deswegen musste man immer einen relativ langen Weg mit dem Auto in Kauf nehmen, wenn man beispielsweise einen Tresor wollte, ja, zum Mittwoch 5 Mark Eintritt. New Faces konnte man sich leisten. Dann ist man immer 40 Minuten die B1 mit dem Golf 1 hergefahren, dass man dann auch pünktlich in die Tür aufging. Wir waren damals natürlich immer die Ersten im Club. Und auch dann mussten dann auch immer schon wieder früher gehen, natürlich, weil man ja eine Stunde zurückfahren musste. Aber in dieser Zeit haben wir eine soziale Sprache untereinander entwickelt, während des Autofahrens Musik zu hören. Weil man, wenn man eine Stunde im Auto sitzt, hört man natürlich Musik. Und das machen wir immer noch. Also wir sind... Das haben wir irgendwie nie aufgegeben. Ich war immer sehr lange der ewige Beifahrer, weil ich keinen Führerschein machen wollte. Und dann habe ich doch einen gemacht irgendwann. Jetzt fahre ich. Manchmal. Nee, manchmal fahre ich auch. Zum Beispiel morgen. Naja, und da hören wir halt immer Musik. Und eigentlich müsste man das mal filmen. Ist nicht dieses Internet voll davon, wie ihr in im Auto sitzt? Ja, ja, vielleicht gerade. Jetzt momentan, weil wir gerade so eine Compilation kuratiert haben und da sollten wir PR machen. Man hatten keine Zeit, aber im Auto fahren, sitzen wir halt oft und dann haben wir die Platte im Auto reviewed. Es war aber so laut in dem Auto, dass wir mit Untertitel machen mussten. Die auch sehr liebevoll vom lokalen Idiom in eine internationale Sprache. Genau, kann man gerade auf unseren Profilen beobachten. Eigentlich ist so der Augenblick eigentlich ziemlich lustig, weil Shari hat so einen alten Jeep, also kennt ihr Robben und Vintjes, so Autoausleihen, Umzug, ist immer, wer fährt das Robben und Vintjes Auto, keiner hebt einen Arm, so fährt sich Sharis Jeep, also man braucht Konzentration, es ist körperlich, es ist Sport, man muss sich anstrengen, die Wege vom Schalthebel sind sehr weit, es gibt einen Lautsprecher, das ist tierisch laut. Aber wir hören dort Musik. Also Musik, die man dort hören kann, ist meistens dann auch gut gemischt. Dann
lernt man sich ja einiges. Aber bevor ihr überhaupt ein Auto hattet, um dann zum Tresor zu fahren, wie seid ihr denn überhaupt mit all diesem... Shari hatte schon immer ein Auto. Nee, ich hatte... Shari, erzähl doch mal die Geschichte von dem ersten Auto, von Erbse, der im Knast immer war. Da gibt es noch eine Geschichte davor. Also wie sind wir damals in den Tresor, in den alten Tresor gekommen? Vor allem muss man dazu sagen, am Samstag, also mittwochs, stand der berühmteste Einlasser der Welt, der Felsen. Ist die Frage, wer genau, kennt den Felsen? Genau, Felsen ist nämlich der berühmteste Einlasser der Welt. So, der stand am Wochenende dort, ey, und wenn der Nee gesagt hat, war richtig hart. Auf jeden Fall für uns, die eine Stunde Fahrt in Kauf genommen haben, um dann am Felsen doch zu zerschellen, ist das schon ziemlich kacke. Und ihr habt auf jeden Fall ihr habt nicht wirklich eine Alternative. So, wo gehen wir denn jetzt hin? Na, lass mal einen Döner essen. Und damit wir die letzte S-Bahn noch nach Hause schaffen, dann nimmst du die letzte S-Bahn und dann gibt es diese, also wir mussten bis nach Erkner fahren. Erkner, wer hat davon schon mal gehört? Ne? So, S3 ist das Ende. Ich glaube, die fährt jetzt nicht mal durch. Ne? Und dann gibt es da so ein ganz langes Stück zwischen Rahnsdorf und Wilhelmshagen. Das ist richtig lang. Ewig ist die Bahn da gefahren. Und wenn dann Wilhelmshagen Glatzen eingestiegen sind, dann war schlecht. Ey, das war wirklich eine finstere Zeit. Ja, das war ein Problem. Also, weil dann 92? Hattest du 10 Minuten Fahrt und du hattest dann eigentlich nur noch die Notbremse. Früher konnte man auch noch die Türen aufmachen. Ja. Das war auch die glorreiche Zeit des S-Bahn-Surfens. Da war das. Kennt noch. Ihr alle ja nicht mehr. Nee. Doch. Kennt ihr den Begriff abklatschen? Kennt ihr das? Ja, ne? Gab richtig so Zettel in der Schule damals, wo vor S-Bahn-Surfen gewarnt wurde. Der Bass ist übrigens gezogen worden gerade. Bisschen viel, vielleicht noch ein bisschen zurück. Kann ein bisschen zurück. Ja, was war die Frage? Wie sind wir? Ja, wir haben uns mit öffentlichem. Also es ist schön, dass wir die Logistik. Also wenn zu viel uninteressant wird, sagt, könnt ihr euch buchen oder irgendwas werfen. Denn ja. Dass wir die Logistik geklärt haben, aber die Idee war ja mehr, wie seid ihr überhaupt darauf gekommen, in sowas wie den Tresor zu fahren? Na, die Faszination kam durchs Radio, durch Monika Dietels Sendung auf DT64. Nee, auf SFB. SFB, ja, sorry. Ihr wisst doch alles eh besser als ich. Ich kann mir nichts merken, ist vorbei. Mein Gehirn ist völlig im Arsch. Auch das ist Techno. Nee, das hatte ich schon als Kind, hatte ich das schon. Ich vergesse immer alles gleich. Eigentlich auch praktisch. Dann gab es ja noch DT64. Stimmt, habe ich das schon erwähnt. Was dann Ende 91 vorbei war. Ein ehemaliger Kollege des Senders sitzt hier vorne in der ersten Reihe. Hallo Olaf nochmal. Du warst doch bei DT, ne? Du hattest da eine schöne Sendung. Jetzt hast du... Auch eine schöne Sendung. Genau. Fast 1000 Mal schon gemacht. So, dann wurde aus DT wurde Rockradio B und dann wurde daraus Radio 1. Ist das richtig? Unifee. Ja, so mal ganz grob. Auf jeden Fall haben wir immer Tapes gemacht und auch... die Engländer aufgenommen, hier ist so Steve Mason und Co. Und dann angefangen, Platten zu kaufen. Genau. Erst Pinky Records, dann relativ schnell Hardwax. Hardwax ist 50 Autominuten weg von da, wo ihr herkommt. Also. Ja, wir sind ja da schon hingefahren, da gab es noch kein Auto, da sind wir richtig schön mit der S-Bahn. Und dann fuhr ja die U-Bahn noch nicht von der Warschauer Straße rüber zum Görlitzer, sprich, da musste man laufen, weil die wurde erst später gebaut. Also es war ein richtiger Akt dahin, dann hatte man nur 25 Mark bei. Hat exakt 2 Platten waren, ne? 2 Maxis. Und eine LP. Oder eine LP. Hast den ganzen Tag gedickt und hast dann eine Maxi gekauft und 2 nicht so coole, nur um 3 Platten zu haben. Dann irgendwie so. Also ich bin immer donnerstags gefahren. Donnerstags nach der Arbeit bin ich losgefahren und dann... Bei Mittwoch kam das Fax. Genau. Genau, Mittwoch kam immer das Fax vom Hardwax mit den neuesten Platten. Und wenn man, wenn man was wissen wollte, wie eine Platte ist, hat man angerufen. Und wenn du Glück hattest, hat Pete oder James dir die dann vorgespielt am Telefon. Gab es nicht auch einen Charles oder so? James, meinst du? Der Engländer. Der nicht ganz so schnell gesprochen hat. You are. Ja. Ja, das war so, also
Genau der. Da in Westdeutschland, also es war ja auch eine Zeit, in der Telefonieren echt richtig Geld gekostet hat. Und es war ja ein Auslandsgespräch quasi, dahin anzurufen. Ja. Oh Gott. Ja. Quasi nach England angerufen, also telefoniert. Ne? Ist die neue Basic Channel schon draußen? So ging es dann, oder wie? Ja, das war halt, denke ich, Teil der Hardwacks Underground-Verhinderungsstrategie. Du musstest es echt wollen und du musst vor allen Dingen die Eier haben, mit deiner Mutter hinterher über die 100 D-Mark Telefonrechnung zu diskutieren, um diese 5 Platten zu bestellen. Ja, und dann bist du halt in Laden gegangen und dann hast du die Platten da oben gesehen, ne? Die hängen da so schön an der Wand und dann, die hätte ich gerne. Mm-mm. Nö. Und das war der nicht, Moment. Ich sag jetzt nicht von wem, aber das war einfach so. Wen nö, meinst du denn? Wir hatten das Feedback, ich? Nee. Wen meinst du? Ich. Den Sportlichen? Den Sportlichen. Ja. Ey, sag mal. Aber das war genau der Moment, wo du dann dachtest, hier will ich irgendwann mal arbeiten, oder? Na, das wollte ich ja sowieso. Aber ich hätte nie damit gerechnet. Aber irgendwann war ich dann Weil du nicht sportlich genug warst. Nee, ich war einfach irgendwann so oft da, dass sie dann gesagt haben, dann bleib doch einfach hier. Und dann bin ich einfach da geblieben. Und wurde immer ärmer. Also du wärst auch wahrscheinlich der erste Plattenladenangestellte, der auch wirklich Geld mit nach Hause genommen hätte. Genau, also ich habe in der Zeit, haben wir auch zusammen gewohnt. In Berlin, in der Veteranenstraße, in einem Palast, einer riesigen Wohnung für eigentlich keine Miete. Und ich kam immer jeden Tag mit so einem 20er-Karton unterm Arm nach Hause und hatte dann auch schon tierische Schulden. Und gab so eine Liste mit Minus und ich habe immer gearbeitet. Es wurde immer mehr. Aber in der Zeit habe ich, glaube ich, ziemlich viel gelernt über Musik. Da gab es quasi DJ Pete, wichtiger Mentor musikalischer Bildung meinerseits, der dann immer, naja, heute DJ Funk. Jetzt erkläre ich dir mal, wer DJ Funk ist. Und dann ging es los und dann gab es das ganze DJ Funk-Thema und dann ging es immer weiter über die ganzen Labels und dann irgendwann warst du dann da und da die ganzen Labels abgegrast. Ich sortiere meine Platten immer noch nach Label, also alphabetisch. Nicht nach Künstler. Und er kommt auch einmal im Monat vorbei und kontrolliert, ob das okay ist. Und der Kontrollbesuch kommt nicht, aber ich habe in der Zeit wirklich, glaube, bilde mir ein, so viel gelernt über Musik, vor allem wie man Musik, was für mich immer wichtig war, wie man Musik im Plattenladen hört und erkennt, was im Club gut kommt. So, das ist immer so ein Ding, weil manchmal hörst du im Plattenladen einen Track und denkst so, yeah, ich mache euch fertig und dann spielst du das Ding und dann machst du ein langes Gesicht, weil alle irgendwie weggehen. Was sind denn die Sachen, die du genau da gelernt hast, so die 3 goldenen Regeln? Eigentlich habe ich da ziemlich viel, ich glaube, ich habe da ziemlich viel fürs Leben gelernt. Ich habe gelernt, dass man keine allzu große Klappe haben sollte, dass man nicht mit Halbwissen rumwerfen darf, weil so ein Customer im Laden meistens mehr Ahnung hat als man selbst. Manchmal, man erkennt die Nerds, irgendwann hat man so einen Blick dafür, dann weiß man genau, der fragt jetzt gleich nach der 10-Inch, ich weiß es. Nee, ich habe dort gelernt, so Respekt zu haben vor Leuten, die für diese Szene leben und brennen und wichtig sind und einfach ohne was dafür gewollt zu haben, was hinterlassen haben für eine Community. Ich habe gelernt, dass das eine ernstzunehmende Welt ist, die elektronische Musikwelt, und dass Berlin wirklich viel hervorgebracht hat und dafür auch viel getan hat, ohne viel dafür zu wollen. Und das hat mich irgendwie beeindruckt. Und hat mich auch bestärkt bei der Entscheidung, weil als ich quasi im Hardwacks gearbeitet habe, da war ich gerade mit der Ausbildung fertig. Ich habe
eine Erzieherausbildung gemacht. Ich war in so einer Erzieherschule. Und ihr musstet keinen Zivildienst machen. Doch, ich hatte dann Zivildienst und hatte durch meine Ausbildung dann halt ein super Jobangebot. Hab dann mit einem von auch einem Musiker zusammengearbeitet beim Zivildienst. Der macht jetzt eine Band, die heißt Beatsteaks. Der war mein Zivi-Partner. Und ja, die haben mir den Job angeboten und dann hatte ich aber dann dieses Hardwax-Ding und das war dann so eine Entscheidung, entweder du machst jetzt den Quatsch wirklich oder du gehst jetzt arbeiten. Nicht arbeiten, sondern arbeiten. Und dann bin ich ins Hardwax gegangen und habe den steinigen Weg gewählt. Hat sich aber gelohnt. Also hat Spaß gemacht, habe viel gelernt und dann war es irgendwie so, ich glaube, das Hauptding war einfach so, die Entscheidung zu fällen, für eine Sache zu brennen, mit allen Konsequenzen. Die ja auch nicht immer negativ sein müssen. Ne? Wie viel Schiss hast du bei der Entscheidung? Viel Schiss. Jo. Also, das kommt ein Einwurf von mir. Ich weiß noch, kurz vor dem ersten Tag und dann so, oh Gott, auf Englisch und dann rufen die Besteller an und dann auf Englisch. Also wir, was wir in der Schule in Englisch gelernt haben, war so. Also und dann gehst du dann in so einen Laden und dann ruft dann so ein Ami an. Und aber die Kollegen, die netten Kollegen vom Hardwax haben dir völlig die Angst genommen. Das war auf einmal rollte es. Du bist total strahlend nach Hause gekommen. Ey, ist alles kein Problem. Ich musste den Mailorder machen. Also ich hatte den Scheißjob am Anfang, muss man sagen. Du musst vorne im Laden sein und aufpassen, dass keiner was klaut. Du musst die Platten zurücksortieren, den Leuten immer sagen, hallo, könntest du deine Tasche bitte abgeben? Die Platten bitte nicht selbst zurücksortieren. Bitte nicht die Platte von der Wand nehmen. Warte, ich such dir die raus. So den Job. Und abkassieren. Und parallel dazu E-Mails machen. Also Bestellungen über E-Mail. Oder auch über Telefon. Gab so Hardcore-Kunden, die immer alles gekauft haben. Die haben dann immer am Monatsende sich die Kiste schicken lassen und die haben dann immer angerufen und haben auch immer viel erzählt. Und dann musstest du halt telefonieren und nebenbei immer aufpassen, dass da kein Unfug passiert. Aber hat total Spaß gemacht. Also es war cool. War so mein erstes Mannwerden. So jetzt ist echter Job. Aber war natürlich stolz wie ein Honigkuchenpferd. Und deine Eltern das auch als echten Job gesehen? Ich glaube, meine Eltern waren cool damit, dass ich meine Schule und meine Ausbildung abgeschlossen habe. Und die haben einfach nur vertraut. Man muss dazu auch sagen, dass ich halt so ein klassisches Wendekind bin. Damals, als die Mauer kam, also viel kam, heißt auch fallen. Die Bauer. Achtung, jetzt kommt's. Der Teppich muss mal neu sortiert werden. Ist so ein bisschen, hier unten nur noch. So. Da war das alles so. Da hat man auch. Da sind auch viele gescheitert. So auch Gleichaltrige. Und da war, glaube ich, dann einfach nur. Das war schon auch eine Leistung von den Eltern, dann einfach so zu akzeptieren: na, der Junge, der macht das. Der glaubt da dran. Ich habe ja auch parallel dazu schon, haben wir beide ja schon Musik gemacht. Also irgendwie, ich hatte ja kein Geld. Shari war älter, der hatte einen Job, der hat dann Geld verdient und hat die ganzen Geräte gehabt. Und irgendwie war ich dann einer von seinen Kumpels, der dann halt, wie gesagt, dann wissen wollte, warum das jetzt da nicht geht, wie es gehen soll. Und so ist es eigentlich immer noch, weil ich will immer noch wissen, warum geht es nicht, und er löst dann das Problem technisch im Studio. So wird das Folder hochladen und so. So, es dauert halt ein bisschen länger, manchmal. Aber im Großen und Ganzen hat der mir auch ganz schön viel beigebracht. Woher zur Hölle wusstest du eigentlich, was du dir da kaufen musst? Also auf diesen alten Videos gibt es dann so eine rote 101 und so ein Quatsch. So. Die war grau. Die rote hatten wir nicht. Nee. Aber es steht nur rot. Die war auch von Thomas, Thomas Richter. Der sitzt hier irgendwo im Publikum. Thomas, war die grau oder rot, sag mal? Rot. Die war doch rot. Du hattest eine rote. Kannst du mal sehen. 101 ist ein Synthesizer. 202 oder 101? 101. 101.
Ja, wie hat man das damals rausgekriegt? Also wir sind ja in einer Zeit geboren, beziehungsweise mit dieser Wende kam dann der ganze Wahnsinn ohne Internet. Ohne Internet, kann man sich das vorstellen. Um herauszubekommen, welches Gerät macht welchen Sound. Ich weiß es nicht mehr. Man hat einfach, gab es ja Bücher, zum Beispiel gab es eine Buchserie, die nannte sich Synthesizer von gestern, vom Synthesizer Studio Köln. Oder Bonn, Bonn war das. Mensch, Olaf, du weißt ja auch wirklich alles. Ja, und da waren dann so die ganzen Klassiker drin und irgendwann schlich sich so in diese reguläre Musikerpresse, so diese ganzen Journale, die es so gab, Keyboards, Keys, wurde dieses Thema elektronische Musik im Techno-Bereich nicht mehr geleugnet. Nicht mehr geleugnet. Vorher war es alles so Jean-Michel Jarre, New Age, Vangelis. Vangelis, so die Sparte halt. Ne? Und auf einmal wurden dann so Geräte vorgestellt. Aber irgendwann hat man dann auch dank der Presse, wie zum Beispiel, muss man auch wirklich sagen, Frontpage war ein großartiges, helfendes Magazin damals. Noch die dünne Ausgabe, die Schwarz-Weiß-Ausgabe, wo noch zwischen Techno und Techno-House unterschieden wurde. Techno war dann so IBM, so Industry, naja, Industry gab es auch noch, aber IBM und Techno-House war dann eigentlich letztendlich die Musik, die uns heute alle interessiert, nach wie vor. Bass rein, Bass raus. So, und jedenfalls wurden die, ja. Ich fand die Unterscheidung zu Clubhouse auch immer super. Die gab es auch noch, ja. Ja, und somit hat man hat es dadurch rausbekommen. So, okay, eine 808 klingt so, eine 909 klingt so, eine Bassline wird Acid wird mit einer TB-303 gemacht oder einer 202, that's it. Man braucht noch ein Atari oder einen Sampler und ein richtig räudiges Mischpult. Und dann fertig. Wo hast du die Kohle dafür her? Na, arbeiten gewesen, ne? Arbeiten. Anders als der Gernot habe ich in der Industrie gearbeitet. Rüdersdorf, wie schon erwähnt, war Manchester. Und glaube, die Steine hier sind nicht nur die Gehwegsteine, die es so ein bisschen symbolisieren wollen. In Rüdersdorf wurde Kalkstein abgebaut, wo von quasi ganz Berlin. Nee, ist kein Kalk. Ganz Berlin erbaut wurde. Inklusive die Berliner Mauer, wurde gegossen aus dem Beton. Ich habe in dem Werk gelernt, wo auch die Teile damals gegossen wurden in den 60er Jahren. Das ist verrückt. Und als ich dort, ich habe einen Beruf gelernt. Jetzt. Gernot hat auch einen Beruf gelernt. Ich habe einen anderen Beruf gelernt, der heißt Betonfertigteilbauer. Und das ist sozusagen die unterste, wenn man das so auf Indien überträgt, so mit dem Kastensystem. Das ist so die untere, ist kurz vor den Unberührbaren. Weil. Aber ihr habt richtig Kohle verdient, muss man dazu sagen. Ja, interessanterweise haben wir richtig Kohle verdient. So viel Kohle. Diese Mauer war ja auch lang. Also. Das war ja auch so ein gefährlicher Beruf. Du kannst ja auch sterben dabei. Ja, ich habe mir zum Beispiel mal einen Stahl, so einen Bewährungsstahl, also ist dieser Stahl, der in diesen Stahlbeton eingelegt wird, eingeflochten, den habe ich mir hier mal neben der Nase gestochen. Bis ins Gehirn. Ja, so tief. Und mein Lehrmeister saß auf dem Kran. Ich musste da noch irgendwas einhängen und dann so. Und dann so, er guckt so raus und dann so, kannst du da noch einhängen? Und dann so. Dann bin ich nach Hause. Jetzt, ich bin ja so ein, hab ja so ein Elefantengedächtnis. Das ist geil. So, ich sage euch ganz genau, wann das passiert ist. 24.11. Ich habe gerade einen Stein in den Kuchen. 93. Was hast du einen Stein? Da ist ein Stein in den Kuchen gefallen. Das Stück Essig. Naja, auf jeden Fall. Um diese Geräte zu bestellen, hat man aufgrund dieses, zum Beispiel Keyboards oder Keys-Magazins, hat man eine Nummer gefunden von einem Laden in Nürnberg. Entführt war der. Touch by Sound hieß der. Da hat man angerufen, wurde ganz nett, nicht beraten, aber empfangen am Telefon und dann so: Habt ihr das da? Ja, haben wir da, was kostet das? 9.000. Okay, nehme ich.
Und zu dem Zeitpunkt hat zum Beispiel eine 99 schon 3000 Mark gekostet. So. Kurz vorher hat sie 500 Mark gekostet. Also es war sehr inflationär, so wie die Preissteigerung sich entwickelt hat. Ja, und dann kam dieses Paket zu Hause an. Ich meine, wenn ihr diesen Film geguckt habt, den We Are Mode Selector Film, da ist genau die gleiche Story, die ich da schon mal erzähle. Habe. Ja, eigentlich hat deine Mutter ja einen sehr, sehr guten Gastauftritt genau bei der genau. Geschichte. Und weil die hat das Paket meistens in Empfang genommen. Und damals musste man bezahlen bei der Post. Es gab Ärger, oder? Es gab Ärger. Also noch mal mehr Ärger als bei der Telefonrechnung. Aber meine Mutter hat mich einfach wirklich richtig krass machen lassen. So anfangs so mit den Platten, jeden Donnerstag kommst du so halt mit so einer Tüte für 150 Mark oder 100 Mark Maxis. Und dann so, ach, was willst du denn damit? Das ist doch sowieso bald vorbei. Die Platten hast du immer noch. Die Platten habe ich immer noch. Die spielt er auch immer noch. Richtig runter, die Platten. Richtig. Richtig runter. Ja, so war das. Ein Leben ohne Internet. Und in diesem Schuppen, wo quasi diese ganzen Geräte aufgebaut waren, da begann es. Man muss dazu sagen, dass es auch um die Zeit herum die ersten organisierten Techno-Partys von Jari und seinen Leuten gab in diesem Thomas, Zementwerk. Thomas, hallo. Thomas. Hier ist auch einer der alten Mitglieder der Rave-Gruppe. Sitzt dort. Ist schon ganz alt. Wie zur Hölle habt ihr denn ohne Facebook und Instagram Leute zu ihren Partys bekommen? Copyshop, Flyer, ausgeschnitten, per Hand verteilt. Hat sich rumgesprochen. Das wusste eine Woche vorher oder zwei Wochen vorher war das klar. Und dann ging es los. Du hattest natürlich keine Response. Ne? So, heutzutage kommen ja mehr Leute als am Ende wirklich. Aber ja, ich komme vielleicht. Aber nee, das war dann meist eher so eine Überraschung. Wie sehr war das denn so ein Nachspielen von dem, was in Berlin passiert ist? Was ja vielleicht auf so eine Art genauso weit weg war wie in Wetzlar oder in Regensburg. War auf jeden Fall ein nachgespieltes Ding. Also wir haben uns dort in Rüdersdorf bei den Partys, zum Beispiel, die nannten sich Seilscheibenpfeiler-Partys, geiles Wort, ne? Da haben wir so in so einem Keller, weil wir wollten natürlich unbedingt einen Keller, weil der Tresor ist ja auch ein Keller. Ja, logisch. Klingt am geilsten, muss auch irgendwie feucht riechen und ja. Und ja, wir brauchen einen Keller. Open Air geht nicht. Viel zu viel Natur. Was ist das für ein Licht? Muss dunkel. Und miefig. Und dann wurde so mit fluoreszierender Farbe an die Wände gesprüht und Schwarzlicht. Und es war schon ein Abenteuer, weil letztendlich gab es ja auch keinen Strom. Es war ein stillgelegter Tagebau, da war niemand. Es war auch nicht ungefährlich, weil im Dunkeln, da war halt der Tagebau. Du kannst auch irgend so eine Schlucht runterfallen und so. Und der Name Seilscheibenpfeiler kommt von einem Gebäude, wo früher die Loren, die Wagen dran aus den Stollen rausgezogen wurden. Das ist halt so ein Bauwerk, mit so, wie so ein Tor sieht es aus. Und die erste Platte, die Shari veröffentlicht hat, zusammen mit Dr. Rhythm, da drüben sitzt er, Herr Richter, Dr. Rhythm und Hallo Fundamental Thomas. Knowledge, wahnsinnige Artist-Names, die haben damals eine Platte rausgebracht auf dem Label Seilscheibenpfeiler. Und das war die 0000 und es war 94. Und daran haben wir uns, das ist jetzt wieder ein Link, bisschen Marketing, da haben wir uns letzten Winter daran erinnert, dass es diese Platte noch gibt, weil er hat die natürlich damals nicht verkauft. 50 Stück oder so habe ich ins Hardwax gefunden. die anderen 450, die lagen noch, wurden dann so über die Jahre verschenkt. Am Ende waren jetzt noch 150 übrig. Da habe ich mir mit Shari überlegt, komm, wir relaunchen das Label. Ja, und jetzt haben wir es wieder eröffnet, also Seilscheibenpfeiler Records seit 1994. Da es ja keiner aussprechen kann, Seilscheibenpfeiler Records, heißt es SSPB, Seilscheibenpfeiler Records, Schallplatten Berlin. Irgendwie so. Also SSPB seit 1994. Und da kommt jetzt quasi diese erste Platte, Fundamental Knowledge und Dr. Rhythm.
raus nochmal. Aber und warum zur Hölle macht ihr ein Label, was läuft und funktioniert, zu, um dann ein anderes, was schon 24 Jahre nicht mehr... Also wir hatten ja 50 Weapons, das hat gut funktioniert. Heute war ein ehemaliger Künstler bei uns im Büro, Benjamin Damage, und wir haben da im Studio gesessen und in Erinnerungen geschwelgt und hat dann so erzählt, wie schön es war und ach, und warum ist das denn jetzt vorbei und so. Aber die Gründe waren ganz einfach, wir haben ein Label gehabt und das hat irgendwann, kommst du an einen Punkt, gerade wenn man, das ging mir immer so und dir auch, wenn du im Plattenladen bist und nach Platten suchst, gibt sehr wenig Labels, die innovativ über eine gewisse Katalognummer hinauskommen. Und irgendwann hört man dann auch nicht mehr rein. Und irgendwie war die Idee von so einem Plattenlabel, ich finde, so ein Plattenlabel muss immer spannend sein. Man muss immer neuen Leuten eine Plattform geben. Und dann war irgendwie so nach 10 Jahre haben wir 50 Weapons gemacht quasi. Davon 5 aktiv. Die anderen 5 eher inaktiv, aber es gab es 10 Jahre. Wir haben 50 Releases mit der Katalognummer 1 bis 50 gemacht. Da hatten dann noch so diverse extra Katalognummern und LP und CD und Remix. Das Konzept von dem Label war nur 50 Platten zu machen und es danach einzustampfen oder zumindest das Label zu beenden. Und alle haben dann, als immer näher zur Katalognummer 50 kam, haben alle gesagt, nein, warum, was macht ihr, macht es nicht, behaltet es bei. Und wir wollten es natürlich auch nicht schließen, aber dann haben wir uns gesagt, wenn wir das jetzt irgendwie, es ist doch auch mal wichtig, einen Cut zu machen und was neu. So wie so eine, manchmal muss man einfach mal ausmisten. Und das haben wir dann gemacht. Das habt ihr dem Ben dann gesagt und er war total gut. Das wussten ja alle von Anfang an, bloß keiner hat geglaubt, dass wir es dann wirklich machen. Und hat schon irgendwie auch wehgetan, aber wir sind natürlich auch an so einen Punkt gekommen, wenn du so ein Label hast, dann hast du einen ganzen Stamm von Künstlern und wir haben echt wirklich so viele Releases gehabt die ganze Zeit und dann haben wir ja noch das Monkey Town Label parallel und es war dann einfach auch echt viel Arbeit so und auch viel Verantwortung. Dann kommt ein Künstler und sagt, er will unbedingt eine Platte machen, er braucht Gigs und dann ist aber das Demo halt nicht so, wie man sich's wünscht und dann kommt man in so eine komische Situation und das hat uns total belastet, oder? War eine schlimme Zeit. Naja. Nee, wirklich so, ich glaube, ab Katalognummer 35 jetzt bei 50 Weapons war irgendwie so, boah, Mann ey. Oder ich glaube ab 30. Ja, ja. Ja, so das tingelte da so rum und irgendwie, was machen wir? Und dann, dann stellte sich irgendwann die Frage, ja, was ist denn eigentlich danach? Wie lange, wie weit geht's jetzt mit dem Label? Ja, weil es wuchs und wuchs und ja, wuchs. Genau. Und dann irgendwann war der Punkt so, haben wir da jetzt Bock drauf? Weil es wurde ja dann halt irgendwann Arbeit. Wenn irgendwas Arbeit wird, dann hört der Spaß auf und dann wird es professionell. Wir wollten dann nicht irgendwie so hier die ganze Zeit so, ja, Moment und Deadline hier und da und lass uns mal noch ein Showcase auf der Sonar machen. Und es war dann irgendwie alles so viel. Also Reißleine. Ich meine, es klingt ja jetzt so nach freundlich, sympathischem, lokalen Schluffitum, aber am Ende, also zu wenig arbeitet ihr dann am Ende doch nicht. Ja, wir haben ja auch noch andere Sachen. 50 Weapons war ja eher nur so ein Jungsding. So, ey, geil, lass mal rausbringen, richtig geil, lass mal machen. Und das Label lief auch gut. Also wir haben nie Geld reingesteckt und es hat sich immer, wir hatten wenig Fails da, ne? So, es hat immer, also es war ein gesundes Ding, so. Und irgendwie muss man mal sowas auch mal machen im Leben, einfach mal sagen, so, hier. Rest in peace, 50 Weapons. Ich meine, Benjamin ist jetzt A&S Records. Ist schon auch. Also, du meinst noch eine Platte cool. Und wir können ihn dann immer in diese Leute, die durch die Academy kamen, Präsentationen reinbauen und sagen, hey. Wir hatten ja viele Academy-Alumnis auf dem Label. Cosmin, TRG, Benjamin war auch, ne? Und zum Beispiel Benjamin Damage. Das war, weiß ich noch genau, da haben wir mal in der Fabric gespielt, vor vielen Jahren in London. Und kamen so aus dem Club raus und gingen da so durch den Tullmult. Und wurden da so ein bisschen so England halt. Und dann kam da, war da so ein ganz durchgefeierter Typ, so, der war so richtig nass geschwitzt und so, und der so,
hat uns so eine CD gegeben und das war Benjamin Damage. Und das war ein richtig geil, das war ein geiles Demo und dann danach war er aber eigentlich bei uns. Und hat vorher noch nie groß so Releases gehabt und haben den dann so richtig klassisch, wenn man es jetzt so von außen betrachtet, sieht das halt so, ja, die haben den aufgebaut und so, aber es war halt irgendwie so eine Techno-Freundschaft. Haben ihm geholfen. Shari hat ihm dann immer seelischen Beistand geleistet bei der Albumproduktion. Ihm Tipps gegeben. Pass mal auf, Benjamin. Pass mal auf, Benjamin. Wenn du keine Noten lesen kannst oder es nicht willst, das ist ein Arpeggiator. Er hat ihn nie benutzt, den Arpeggiator. Nee, er ist auch ein richtiger Nerd. Also es war immer so ein Geben und Nehmen. Also, und so war es dann auch mit Cosmin und auch mit Edison Groove und eigentlich auch mit Marcel. Marcels Platten waren ja, da hat er sich gar nicht getraut, die unter Marcel Detmann rauszubringen, weil die zu geil waren, weiß ich nicht. Oder auch, der übrigens auch aus der gleichen Region kommt, wo wir herkommen, genauso wie Chet. Also Marcel Detmann kommt ursprünglich aus Fürstenwalde an der Spree. Ich weiß nicht, wer das kennt. In Fürstenwalde wurden früher die Reifen hergestellt. Ne? So, die Firma hieß Pneumant. Und in Schwedt kommt das Erdöl an. Aus Russland. Aus Russland. Da gibt es eine große Raffinerie. Und da kommt Chet her. PCK heißt der große Kombinat damals, der Konzern, wie man es heutzutage auch nennt. Petrochemischer Kombinat in Schwedt. Und eigentlich alle Leute, aber sagen wir mal so zu 70%, die dort gewohnt haben, haben für den PCK gearbeitet. PCK hört sich an wie so eine Sprühergrube. Das war ja eher dein Ding dann. PCK-Grube. Die PCK-Schweine. Das war dein Tag eigentlich. Meiner? Sage ich nicht. Achso, in Schwedt habe ich auch mal aufgelegt. 1993. Zusammen mit Fiedel und Chet. Hieß der damals schon Fiedel? Ja, Fiedel hieß er. Und wie Chet hieß, weiß ich gar nicht. War einfach nur René. DJ René. DJ René. Wie sehr gab es denn da überhaupt so einen Austausch zwischen all diesen Dörfern, bevor man dann nach Berlin gegangen ist? Also ist man dann nach Görlitz gefahren oder, keine Ahnung, nach Frankfurt an der Oder oder so? Ja, oder? Frankfurt-Oder. Zum Beispiel in Frankfurt-Oder gab es öfters Veranstaltungen von einem Kollektiv namens Dub Mission. Die haben ja hier in Berlin, waren ja so, die waren sie, Turbine, ein Club in Berlin, der Turbine hieß, in der Glogauer, glaube ich. Die haben da mal so öfters außerhalb Veranstaltungen gemacht mit Paul van Dyk, Cosmic Baby, Mike van Dyk, so halt diese ganze. Paul Schmitz-Mohrmann. Buschbrucke. Was? Kid Paul. Kid Paul, auf jeden Fall. Ja, da sind wir hingefahren mit einem Trabi. Mit Herrn Richter, ne? Schon wieder, ey. Also, im Prinzip wäre Berlin-Techno nichts ohne die Person dort im Dunkeln. Ja. So ein bisschen. Man muss auch dazu sagen, Thomas war der eigentliche Typ mit der Kohle. Der hatte nämlich wirklich ein krasses Studio zu Hause. Der hatte auch so Analog-Synthesizer, kann ich mich erinnern. Und der hatte richtig viel Zeug, ne? Aber es war ein bisschen so wie mit dem Modularsystem. Kennt man ja, die Leute geben ganz viel Geld aus für Modularsysteme, haben so einen riesen Schrankwand und machen nichts damit. Doch, er hat für die erste Platte auf jeden Fall, und hat er mir neulich auch erzählt, er hat sehr viel noch Aufnahmen, die sollten wir uns mal alle anhören. Aber er hat sie verkauft dann gleich wieder, und die Sachen. Was hast du dir davon gekauft, Thomas? Ein Motorrad. Moped. Eine Harley. Mit dem Moped sind wir dann nach der Arbeit mal zur Ostsee fahren. Einfach so ganz spontan. Oh Gott. Ja. Okay. Ohne Helm. Das war aber auch die Zeit, wo die Tracks immer noch innovativer als mit Fundamental Knowledge betextet hast, sondern es eher so 1994-18, 1994-7 und so war. Ja. Richtig. Ist mein Mikro jetzt aus? Nee. Waren die Arbeitstitel. Gernot will dazu was sagen. Nee, ich will eigentlich sagen, als ich Shari kennengelernt habe, da war Techno natürlich groß und so, aber es war auch so ein Scheideweg, weil sich dort schon die ersten Coolen vom Techno abgewandt haben, auf der Suche nach etwas Neuem.
Und dieses Neue hieß Jungle. Und ich wusste nicht, was es ist. Und ich wollte es auch. Und dann bin ich ins Hardwacks gefahren, ganz alleine, und habe gesagt, ich will Jungle. Und dann hat Pete wieder, kann er sich garantiert nicht dran erinnern, gesagt, ich habe Jungle für dich. Und hat mir eine FX-Twin-Platte gegeben. Und ich habe das gehört, fand das geil, habe es mit nach Hause genommen und habe lange Jahre gedacht, dass das auch Jungle ist. In aller Fairness, es gab eine Zeit in England, wo man genauso Sachen Jungle Techno nannte, bevor es Drum and Bass, also so. Genau, ja. Aber es war zum Beispiel so, dass diese Techno-Partys, dort gab es DJs, man kannte so die Lokalmatadoren, die haben halt so die Hits gespielt, die dann, was damals zu groß war. Aber zum Beispiel Shari hatte immer so ein, da weiß ich noch genau, da bin ich mir mal reingekommen, und hat er so einen Song gespielt von Müzik. Das war auf dem ersten Müzik-Album Mike Paradinas. Heutzutage macht er das Label Planet Mü. Er hatte damals auf seinem ersten Album ein Tango, ein Vective hieß das, auf Reflex erschienen, eine Platte gemacht. Die hieß, es war seine LP, und da gab es einen Song drauf, der hieß Müzik Theme, oder, ja. Und das war für mich so ein Schlüsselerlebnis. Da kam ich rein in diesen Raum, und dann lief da Musik, und ich wusste nicht, wie man sowas macht. Ich habe sowas noch nie gehört. Es war für mich das absolute Nonplusultra an allem, was es überhaupt gibt. Also ich fand es unfassbar geil. Das war so das erste Stück. Und sowas hat er halt aufgelegt. So, es war nicht so stumpf Dave Clark, sondern einfach anders. Und das hat mich irgendwie fasziniert. Genauso auch diese Sueno Latino Remixe von Derrick May, die auch so diese komischen Sounds mit diesem Ring-Modulator-Dingens. Und mich haben immer so diese Sounds immer so, die so interessiert, was man so machen kann. So eine Drum Machine hat ja nur einen gewissen Reiz bis zu einer gewissen Stelle. Aber so Techno ist ja eigentlich keine Musik in dem Sinne, wo man Noten schreibt, sondern Marcel hat es mal schön auf den Punkt gebracht. Wir teilen uns das Studio mit Marcel, deswegen nerdet man immer ein bisschen rum. Und der meinte mal, hat es eigentlich auf den Punkt gebracht, dass es eigentlich nur schöner Krach ist, wo man sich die besten Dinger rausnimmt. Und wenn man es lange genug hören kann, dann ist es ganz geil. So wird die Musik gemacht, übrigens, ne? Aus Schrott. Ich finde es da eine hervorragende Stelle, um einen Prop aus der Tasche zu ziehen, weil was wir dann aber sinnigerweise von einem Stick spielen müssen. Aber ich habe zumindest dieses Artwork mitgebracht für manche Sachen. Was wollen wir also hören? So, wo eine billige Möglichkeit damals, zum Beispiel einen Aphex zu kommen. Ja, pass mal auf. Und zwar, das ist ein guter Übergang. Und zwar. Okay, warte. Ja, Moment. Moment. Auf dieser Platte gab es ein Stück von Aphex. Von Aphex Twin. Das heißt Metafastic, so lese ich das hier mal. Es ist manchmal ein bisschen schwer auszusprechen. Thorsten, wie würdest du das aus? So, du kannst ja Englisch, wir nicht. Ja, das Problem ist, der Herr ist ja aus Cornwall und hat dann ja auch eher eine bisschen eigenwillige Art. Nein, der ist nicht aus Cornwall, der ist aus Irland. Er ist geborener Ire. Aber er ist Ire. Na, auf jeden Fall ist. Wohnt er denn nicht da ewig? Ja, aber er ist Ire. Ja, das macht es mit dem. Er ist ein Hobbit. Aber nicht er ist ein Hobbit. Also, Mayday. Moment mal, das war die andere Insel. Mayday. Diese Compilation hat ein unglaubliches Line-Up. Also, ne, Westbam, Beltram, FX Twin, Night Phantom, Marusha, TZ6, Future Rhythm, Mate, Hypnotist und so weiter. Sven Weed ist auch drauf. Und da jedenfalls gab es ein FX Twin-Stück. Und, war das dein erster FX Twin-Kontakt? Nee. Der war davor. Und zwar. Da gab es auch eine Platte namens Didgeridoo, die kam auf R&S damals. Aber ich fand es einfach so geil, dass auf so einer Compilation von so einem. Ich war Tatsache dann schon Aphex Twin-Fan, und dann auf einmal kommt diese Platte raus und dann ist da auch noch ein Stück drauf, was nirgendwo woanders drauf war.
So. Das Reverb auf jeden Fall klingt fast so wie der Live-Auftritt auf genau der Veranstaltung in der inzwischen abgerissenen Kölner Eishalle. Ey, wahrscheinlich war das auch so. Und dann, ey, ist live. Ich bin dabei. Wart ihr zur Zeit Raver, also auch außerhalb vom Tresor? Seid ihr auch zu so großen Sachen gefahren? Also, ich habe eine Geschichte, und zwar, ich habe als kleiner Stüppi immer die Mäntel in der Garderobe nach Geld durchsucht, meine Eltern, um das Kleingeld so zu kassieren. Meine Eltern kennen die Story, von daher ist okay. Und einmal hatte ich einen Jackpot. Da waren 100 Mark drin. Die hatte ich dann. Und dann habe ich so die Deutsche D-Mark. D-Mark. Und dann hatte ich so die Gewissensfrage, was mache ich jetzt? Und dann habe ich diese 100 Mark genommen und habe die erstmal so gebunkert und gewartet, ob sie vermisst werden. Sie wurden nicht vermisst. Das war gut für mich. Denn The Prodigy spielte in Berlin. In der Halle Weißensee war das. Das war eine Mayday-Veranstaltung. Nee, das war, glaube ich, schon in der... Max Schmeling? Nee, nicht Max Schmeling. Wie hieß sie denn da an der Messe? Deutschlandhalle. Deutschlandhalle. Kann das sein? Nee, ich glaube, das war da hinten, wenn du in die Landsberger rein... Ich gucke Olaf an gerade. Olaf ist doch das... Olaf weiß auch nicht alles. Jetzt nee, nochmal auf. Das Archiv. Wer weiß, wo die... war die dritte Mayday, glaube ich. Ja, egal. Auf jeden Fall bin ich da hin. Ich wollte da unbedingt zweite. Hin. So, und dann... wann war das? Welches Jahr hast du das? 92. Ich bin 1978 geboren, 88 war ich 10, 92 war ich 13. Hätte gerne mal. Also, ich war noch minderjährig, musste da aber hin. So, wie komme ich da hin? Dann habe ich mir selbst einen Brief geschrieben, den ausgedruckt, weil ich in einem Preisausschreiben gewonnen habe mit die Mayday-Karte. Ich habe mir die Mayday-Karte am Alex gekauft und habe mir die dann selbst per Post geschickt. Und dann so nach dem Motto, hey, du hast gewonnen und so, du bist der glückliche Gewinner, du darfst zur Mayday. Also genau die richtige Form von krimineller Energie, die dich dann für eine Karriere mit der ich mich eigentlich bis jetzt durchschummel. So, ne? Ja. Meine Mutter hat mich dann auch gefahren, weil ich war ja noch minderjährig, ich durfte ja nicht. Aber du hast das Preisausschreiben gewonnen. Ich habe Preisausschreiben gewonnen und ich habe es meinen Eltern später erzählt, meine Mutter hat es natürlich gemerkt. Und da ich eine coole Mutter habe, hat die es einfach gesagt, gut, fahre ich ihn hin, dann weiß ich, wo er ist. Und sie hat gesagt, ich hole dich um 5 Uhr morgens wieder ab. Und dann war ich dort, habe The Prodigy gesehen, habe Miss Jux gesehen, war ganz verliebt. Und da hatte Dr. Motte noch so einen Raum, wo man so Brillen aufsetzen konnte mit so Dioden. Und ich war alleine auf einem Rave als Neuntklässler oder Achtklässler. Es war für mich unbeschreiblich. Und dann war ich wirklich pünktlich um 5 draußen. Und meine Mutter hat verschlafen. Und kam um 8 oder 9. Und ich habe mich aber nicht getraut, reinzugehen wieder, weil ich sie nicht verpassen wollte. Und es gab keine Handys, nix. Und da stand ich dann quasi zwischen, also ihr wisst, was um die Uhrzeit sich vor einem Club abspielt, ne? Also, und da stand ich nun so im Auge des Orkans. Das wollte meine Mutter natürlich überhaupt nicht, aber da habe ich es dann an voller Ladung erlebt, was so auf so einem Parkplatz passiert, ne? Und jetzt bist du auf 5 Wolfgang Tillmanns Bildern verewigt. Das weiß ich nicht, aber ich war dann doch glücklich, dass ich dann irgendwann abgeholt wurde. Und das ist so meine Großrave-Erfahrung. Seitdem war ich nie wieder auf einem Großrave privat. Nur noch beruflich. Aber das jetzt 2 bis 3 Mal dann doch. Ja. Pro Woche. Ja. Ja, unter 20.000 lässt sich die Gattin ja nicht aus dem Haus, oder? Ja, natürlich. Der Lebensstandard ist natürlich extrem gestiegen. Die ganzen Boote, Flugzeuge müssen natürlich auch unterhalten werden. Manche Leute, nicht die Gabe. Ja, also es war so meine Rave-Erfahrung. Oh Gott, ich habe einen Sohn, der auch schon im Internet jetzt mitguckt, wenn der das jetzt sieht. Ari? Es ist schon spät. Ich würde sagen, deine Mutter kann ihm das erklären. Ja. Genau. Und du so als Reiber? Ich glaube,
Also ich war nie auf Großraves früher. Höchstens mal in Frankfurt-Oder. Im Margin. Oder in der Stadthalle, wo dann die Dabmischen, da waren immerhin auch, glaube ich, so 3000 Leute. Zipfelmützen. Und, aber es war geil. War geil. Und dann haben wir unsere eigenen Raves gemacht. Genau, unsere kleinen. In Erinnerung waren 1000 Leute da, aber wahrscheinlich, ich weiß es nicht, waren wahrscheinlich 250 da oder so. Wie zum Beispiel in Rüdersdorf hatten wir so ein Kulturhaus, wie jede mittelgroße Ort in der DDR wurde ein Kulturhaus gebaut. Meistens so in den 50er Jahren. Und da hat man uns erlaubt, Partys zu machen. Und ja, da kamen dann so die Leute. Und das war die Zeit, als wir schon so auf dem Parkplatz schön geballert haben, war. Wie das so heißt, ihr ballert, ihr wisst, was ihr meint ist. Der berühmte Parkplatz-Rave. Wir hatten so einen Freund, der hatte so einen kleinen Bus. Da waren zeitweise sogar Couches drin und Zimmerpflanzen. Kann man hier so einfach rumschalten? Nee, nach rechts. Das sieht doch ziemlich authentisch nach Parkplatzreifen aus. Ja, das war aber schon ein bisschen später. Aber es war im Prinzip, okay, muss man dazu sagen, das war später, das war im Jahre 2004, glaube ich. Da haben wir wir spielen 3 Gigs in einer Nacht und sind dort von Muna ist in Thüringen, bis hoch nach Friedland, Stadthalle Friedland und dann noch Alten Treptow, alles in Mecklenburg-Vorpommern. Alles in einer Nacht? Alles in einer Nacht. Boah, stimmt. Ohne Drogen. Zumindest also, wir beide. Ja, wir haben irgendwie immer uns nicht getraut. Ja. Aber so ungefähr sah das früher auch aus, ne? Ja. Ach, ich bin sogar noch gefahren. Ja. Setup. Das ist unser Equipment damals gewesen. Equipment, ne? Und wie kamt ihr zum Beispiel auf das Mackie-Mischpult da? Der hatte 10 Fader, oder? Ne, ja, das war so ein 16er. Ach so, das Mackie. Ich dachte, du meinst jetzt den MIDI-Controller. Ja, nee, Mackie war halt Standard. Leicht zu beschaffen. Immer runtergeguckt. Immer gekratzt. Ne, da der Computer mit einer speziellen Software, geschrieben in Max MSP, das war so der heiße Scheiß. Also das war bevor Ableton Live so richtig an den Start kam. Also Ableton gab es schon, aber irgendwie war das, muss man wirklich leider sagen, noch nicht so richtig nutzbar für uns. Wir haben auch wirklich anders gespielt da drauf. Auf jeden Fall dann halt diese Controller, diese blauen, neben dem Mischpult sieht man Verzerrer. Interessante Aufgeber-Kombi auch. Das Sascha Ring, guckt mal. Da ist er, der Sascha, da. Apparat. Da wussten wir noch nichts von unserem Glück, dass wir mal eine Band zusammen machen. Ja, schon. Schönen Gruß an Sascha, falls du das jetzt siehst. Genau, Sascha war immer der Nerd früher, der hat immer die Sachen technisch gelöst. Genau, Sascha haben wir doch zu verdanken, dass wir damals diese Software, er hat sie irgendwie angeschleppt über 5 Umwege und Na, direkt von Kit Clayton, oder? War das nicht so? Und er hatte so dieses Ur-Max-MSP-Patch und das haben wir dann zusammen, wir hatten dann die Idee, lass uns das mal so machen und dann hat er es gemacht. Aber wofür habt ihr das denn gebraucht? Na, zum Live-Spielen. Wir hatten quasi 8 Slots, wo du quasi Loops reinhauen konntest. Der blaue Controller war der Mixer für diese Software und damit konntest du einfach loslegen. Also da hatten wir wirklich, Kanal 1 war immer Bassdrum, Hi-Hat, Snare, Bass. Ja. Ich habe dann das sozusagen auf meinem Rechner, was dort zu sehen ist, ich hatte dann noch so ein Random-Patch eingebaut, so ein eine kleine Funktion, die die Farbe, diese grüne Farbe auch immer so ganz langsam verändert hat. Ja, so. Ich mach mal weiter. Ja, ich weiß jetzt nicht, was für Bilder hier kommen. Ja. Das ist die Pfadfinderei in jungen Jahren mit uns. Da ist irgendwas anderes. Flori hat sich verletzt. Verletzungen, alle waren verletzt. Ich repariere ein Chaos-Pad. Chari reagiert. Zünd mir die Kippe am Lötkolben an. Ja, das ist ein frühes. Nicht so schnell. Warte mal, Gernot. Ja, ha.
Power Rangers on Tour. Ja, wird man mal ein cooles Moderatbild machen, ne? Man sieht, das ist das erste Moderat-Pressefoto. Sascha hat eine Machete in der Hand. Man kann es nur schwer erkennen, aber es ist eine Machete. Aber die Banddynamik wurde damit ja quasi vorweggenommen. Genau. Hammer. So, hier ist so ein Foto mit einem Tisch. Und, genau. Das ist Shari mit Grissen von Pfadfindern. Wer sind denn diese Pfadfinder-Typen und was haben die mit euch zu tun? Also die Pfadfinderei ist ein Künstlerkollektiv, sage ich jetzt mal. Die machen Visuals und Grafik und Motion Design. Und mit denen sind wir quasi groß geworden. Also die haben von Anfang an unsere Plattencover gemacht oder Visuals für unsere Show. Wir haben zusammen Partys organisiert über lange Jahre, wöchentliche. Jeder, der weiß, was es heißt, Partys zu organisieren, eine wöchentliche. Donnerstags. Jeden Donnerstag haben wir Partys gemacht. Von welcher Zeit reden wir da? 2000, 2001, 2002. Ich glaube, wir haben so ja schon. Oh, jetzt verlässt mich mein Gedächtnis. Scheiße. Naja, das war jedenfalls so Ende 90er bis 2003, 2004 und dann hatten wir keine Luft mehr. Dann wurden wir in die weite Welt geschickt und konnten diesen Donnerstags-Rave nicht mehr machen. Genau, das haben wir anfänglich im Covenstar gemacht und dann später im WMF. Und wird mal so das musikalische Konzept IDM klassifizieren, Intelligence Dance Music. Also wir hatten dann Gäste wie Mono Lake und Jamie Lee Dell. Ach, ganz viele. Weiß gar nicht. Haben wirklich viele. In Alien. Auch Apparat. Genau. Sehr viele. War das, bevor sie euch so unter ihre Flügel genommen hat? Ja, also das war diese Partys. Und dieses Auflegen und Live-Spielen war schon auf eine Art etabliert, bevor wir überhaupt einen Release hatten. Also wir sind auch irgendwie gar nicht von alleine auf die Idee gekommen, so eine Platte zu machen. Sondern es war eher, wir haben irgendwann auch angefangen live zu spielen, weil das Plattenkaufen irgendwann so teuer war. Man hat dann immer, konnte dann eher schneller seinen eigenen Kram machen, als ständig immer neue Platten zu kaufen, so. Das ist ja eine Küche. Das ist beim Mastering, bei Doublets Mastering mit Lupo. Ich glaube, ich weiß, welche Platte dort gemastert wurde. Und zwar die Techno-Prostitutionsmaschine. Das war die dritte EP von uns. Ich finde, Shari sollte da eher durchgehen. Ich habe das Gefühl, du bist ein bisschen ungeduldig. So, hier Privatjet, ne? Unser erster Privatjet. Flug nach Turin. War nur eine Propellermaschine. Ja. Na, da, unser Pilot. Mit einer schönen Mütze. So, Fahrt vom Flughafen nach Wien hinein. Nee, Quatsch. Nee. Also, ich will mal ganz kurz was, kann ich dir kurz was fragen? Turin. Ganz kurz. Diese Bilder, hast du die sortiert oder hast du die jetzt einfach nur so... Da gibt's schon eine gewisse Chronologie. Er hat sie nicht sortiert. Wie viele Bilder sind's denn? Ach, weiß ich nicht. Vielleicht so... Ich glaube, ich muss 60? Sie durch... Nee, pass mal auf. Ja, genau. Es sind wahnsinnig viele Bilder. Nein, es sind nicht viele. Sortiert. So, guck mal. Und dann, aber das ist ja grundsätzlich für alle Leute, die nicht nur alleine Musik machen, eine ganz entscheidende Frage. So, wer hat die Maus oder heute das Trackpad? Genau. Shari, genau. Natürlich heute, jetzt. Der Herr mit der weißen Schirm, mit dem Schirm ist Kodek, auch von der Pfadfinderei. Dann neben Gernot Flori. Ja, da sind wir damals nach Mailand. Wir sind nach Mailand geflogen zu einem Auslandsgig, um aufzulegen auf dem Castello di Sforzesco, zusammen mit Klaus Kotei. Und dann hast du eine Platte aufgelegt. Ach, das war lustig. Da ich, ne, das war unser erster, war so ein DJ-Set, ein echt gebuchtes. Also keine Connection, sondern wir wollen euch. Dann haben wir da aufgelegt und beim ersten Track schlug ein Blitz in den Turm dieser Burg, wo wir aufgelegt haben, ein.
und legte den Strom lahm und der kam auch nicht wieder. Also die Leute sind dann echt nach Hause gegangen, weil es war einfach vorbei. Das Festival war wirklich mit der ersten Platte beendet. Geil. Woher habt ihr dann die Kraft genommen, das nicht als Zeichen zu sehen, vielleicht nie mehr aufzulegen? Ossis, wir sind halt Ossis, ne? Ich fand es ehrlich gesagt total cool irgendwie. Ja, kurze Zeit später sind wir dann nach England. Erste Mal England, ne? Mensch, das ist ein Mantis-Bit, das ist in Manchester entstanden. Und wir fanden das unglaublich lustig, so eine Hose runterzumachen und eine hoch. Dass man nur noch Underground lesen kann auf diesem zerlöcherten Shirt. Das ist übrigens das Shirt, was innen drinnen bedruckt war. Es gab ja mal eine Edition, die verkehrt rum bedruckt waren. Ist leider abhanden gekommen. In Italien. Meine erste Orgel. Wo ist das überhaupt? In unserem Studio. Die Biere habe ich nicht getrunken. DJ Pete liegt da übrigens gerade genau auf. Ach, das war in Potsdam mit Panasonic. Genau. Und DJ Pete, genau. Im Café Minsk. Das ist ein Club, den gab es in Potsdam. Das war baugleiche Gebäude wie Café Moskau in Berlin. Also es ist fast identisch. Café Minsk hieß das. Berlin, Café Moskau. Das gibt's aber nicht mehr. Nee. Da haben man, wir. Genau, hier. Also das jetzt. Man soll ja auch mal einen Fahrer fotografieren. Weißt du, man wird die ganze Zeit immer gefahren und sagt Tschüss. Und oder vorher, wann bist du am Hotel? Und dann haben wir mal ein Selfie gemacht mit dem Fahrer. Das ist in San Sebastian. Und das hier vorne ist Gernots Koffer übrigens. Man kennt ihn aus dem Baumarkt, so ein Werkzeugkoffer, der da noch so einen Ledereinsatz hat. Den haben wir dann rausgenommen, wo die Schraubenzieher reinkommen. Und da drin war sein Controller. Geil, war mit so einem Koffer. Und dann dieser Schande, gesagt, ich was? Bildzeitung, irgendwas. Geil. Ja. Was uns zu dem großen Themenkomplex Bühnenoutfits des Herrn Schari bringt. Ja, Schari hat übrigens einen Overall vom Zoll an. Ist das jetzt strafbar eigentlich? Das ist Uniformmissbrauch, glaube ich, oder? Wer kennt sich damit aus? Bürger mit Rechtskenntnissen hier? Sehr gut. Sehr gut. Aus Amtsanmaßung. Amtsanmaßung? Geiles Wort. Die nächste Seilscheibenpfeiler heißt Amtsanmaßung. Amtsanmaßung von Köpenick. Ja, ich glaube, das ist auch mal ein Cover geworden. Das also, wurde, das Platt das wurde. Cover für die Techno-Prostitutionsmaschine. Genau, plus, ja. Das ist unser erstes Studio. Wie man sieht, die Speaker sind in einer professionellen Situation ausgerichtet, direkt an der Wand. Geil, oder? Die Boxen haben wir im Hausflur gefunden. Bei einem Umzug. Man beachte, unterm Tisch steht so ein roter Koffer. Da steht Hilti drauf. Hilti ist ja so ein Bohrmaschinen-Spezi. Und den haben wir auch mal irgendwie gefunden und dachten so, ey, den kann man ja vielleicht cool umbauen für... als Case. Als Case. Ist nie passiert. Wenn wir zum Hilti-Case ankommen, ist eigentlich geil. Oder? So Schari mit Overall und Hilti-Case, der kommt überall rein. Die Security fragt den nicht, wo der hin will. Die lassen ihn einfach rein. Aber ich meine, Schari hält ja schon auch so eine gewisse Arbeiterehre hoch dabei. Also man nimmt ihm das ja ab. Also bei dir weiß ich nicht so genau. Nee, ich komme ganz oft nicht rein, dann hör pass auf. Nee, du nicht, aber ich spiele doch hier. Ist mir egal. Hatten wir schon mal in San Francisco. Da hatten wir unsere IDs nicht bei und durften nicht zu unserem Gig. Das bin ich nicht. Das ist Hausmeister, den wollen wir jetzt hier auch gerne mal erwähnen. Und mit Hausmeister sind wir dort zu einem DJ-Gig, nee Quatsch, wir sind zu einem Live-Gig gefahren. Hausi hat gespielt und zwar in Köln zur ersten CO-Pop. Wir haben auch gespielt. Ja. Aber das Kuriose war an dem Abend, dieser besagte Koffer, den wir vorher gesehen haben, habe ich zu Hause in der Frankfurter Allee auf der Straße vor der Tür stehen lassen. Und meine Freundin kam nach Hause und wundert sich, warum steht denn Gernots Koffer hier? Na, nehme ich mal mit hoch. Der stand da die ganze Zeit. Und dann kamen wir in Köln an und dann habe ich gemerkt, ich habe ja gar nicht meinen Koffer. Weil dann mussten wir improvisieren. Wie weit ist es bis nach Köln eigentlich von hier? 6 Stunden. Flugzeit. Ja.
Und das war dann, so sah dann der Arbeitsplatz. Da fehlt der Controller. Ja, machen wir mal schnell weg. So, ups, das ist in der Schweiz beim Tischtennis spielen. So Bandmeeting. In Genf, am Genfersee Genf. Jo. Die Frage liegt natürlich nahe, wie sieht so ein Bandmeeting aus, wenn ihr wirklich ernsthafte Sachen zu besprechen habt und wie werden dann die Entscheidungen getroffen? Die finden so, genau so sieht genau es aus. So. Also, ich habe ja schon das Gewehr ein bisschen gesenkt, weil ich ziele auf die Weichteile. Also du willst ja nicht umbringen, sondern das sind Luftdruckpistolen, die können quasi nur wehtun. Und dann, nee, also du meinst es jetzt ernst, was so, wie das so mit Entscheidungen läuft? Wie läuft das? Die werden meistens im Auto gefällt, die Entscheidung. Gernot fährt, ich sitze daneben, dann sprechen wir darüber. Dann hören wir wieder ein bisschen Radio. Oder heute haben wir zum Beispiel im Omar Suleiman Tape gehört. Wir haben ja mal ein Tape veröffentlicht auf Monkey Town von Omar Suleiman und da gab es sozusagen dieses White Label Tape, was aber schwarz war und das habe ich heute mitgebracht. Und dann haben wir Omar Suleiman gehört, sehr authentisch. Ja, hier, auch sehr schön. Auf dem Bild sieht man, wir haben damals mal so eine Tradition eingeführt, als wir anfingen auf Tour zu gehen, immer eine Postkarte auf dem Rider zu haben mit dem Motiv des Ortes, wo wir spielen, frankiert, die wir dann immer nach Hause geschickt haben. Das haben wir lange Jahre durchgezogen. Und wir kriegen immer noch diese Postkarten und wir schicken die immer noch. Hab dann irgendwann so eine Mark Mothersbaugh-mäßige Ausstellung, wo ihr. Es sind schon ein paar jetzt so unterwegs gewesen. Aber jetzt die dritte Postkarte aus Gdansk. 25 Postkarten aus London. 70 aus Paris. Ja, ist das unser altes Studio? Das ist, glaube ich, unser zweites Studio, aber im selben Gebäude, bloß eine Etage höher. Man muss dazu sagen, der Raum war dreieckig, hat einen dreieckigen Grundriss gehabt. Und war direkt am Hackischen Markt. Also wenn man jetzt aus dem Fenster guckt, kannst du quasi Wolfgang Job auf die Terrasse spucken. Früher, wenn du dort um 10 abends eine Verabredung hattest und du hast einen da im Dunkeln rumrennen sehen, dann war das meistens deine Verabredung. Also es war ein totes Ende zu der Zeit. Da machen wir irgendwie Soundcheck irgendwo. Mixer, kennt da Schari, Ecke. Da fütter ich Schari. Mit Wurst, mit französischer Wurst. DJ Feeds aus Paris. In Toulouse. Ich finde deine Auswahl wirklich gut. Ach so, ja, hier. Pass auf. Genau, man muss dazu sagen. Schöne Bilder gemacht. Ich wollte eigentlich, also erstmal der Hintergrund. Ne? So sah meistens unser Blick aus. Die Atzen, die da hinten völlig ekstasisch. Ja, crazy gehen. Aber pass mal auf, warte. Nee, warte, darf ich weitermachen? Nee, ich will kurz was zu der Verteilerdose sagen. Ich habe irgendwann mal angefangen. Eine Kollektion an Verteilerdosen zu fotografieren, immer von jedem Gig. Und ich werde irgendwann mal ein Buch machen wieder. Ich hab ja schon mal ein Buch gemacht, so ein kleines, unerfolgreiches namens Backstage Tristesse, aber ich glaube, ich mach mal, weil ich hab heute diese ganzen Verteilerdosen gesehen. Es gibt so verrückte Verteilerdosen. Und unser erstes Hotel. Wisst ihr, wo das war? Das war auf der MS Stubnitz. Ah, auf der MS Stubnitz. Wir haben mit Moderat auf der MS Stubnitz gespielt. So sah das Setup aus. Ja. Das ist in Helsinki. So in Helsinki, ne? Da wurde noch geraucht. Charlie, guck mal. Ape Duke. Ape Duke. Kennt ihr Ape Duke? Unser erster Gig in Glasgow, bei Numbers. Da waren wir mal in Island. Im Winter. Ach so. Hier. Gernot, Schari, 303, Chaospad, Muff. Also Distortion, Big Muff. Das waren unsere Kanäle, die wir mal hatten. Hammer. Laptop, 303, Chaospad, Big Muff. Reicht.
können ja noch ein Bild machen. Ja, genau, da stoppen wir mal. Wir können noch ein bisschen. Achso, oder manchmal, genau, hast du mit einem Gig aufgehört, dann lag dann so einer dort. Hier haben wir mal im Backstage alles mit Gaffer festgeklebt. Ich glaube, es war in Eindhoven. Richtig schönes Hotel war das. Mit so einer Strukturdecke, ne? So eine, auch, wo man nicht gegenkommen kann. Es ist auch ein Studio gewesen übrigens. Ah, über der Sparkasse das, ne? Mhm. Oh, die kam ständig hoch. Weil, war zwar im dritten Stock, aber im zweiten Stock war die Finanzberatung der Sparkasse. Wo so Kredite besprochen wurden. Es war eine leerstehende Wohnung, die wir kulanterweise nutzen durften, weil der Hausbesitzer nett war. Das waren noch Zeiten, ne? Jungs, ach komm, macht. Macht. Das war direkt an der Ecke Eberswalder Ecke, Schönhauser Allee, über der Sparkasse. Und wir hatten immer Blick auf Konopkes Imbiss. Und da waren wir natürlich ständig. Da begann es mit dem Dickwerden. Jeden. Ey, ohne Quatsch, jeden Tag eine Curry. Also ein Menü. Menü Curry mit Pommes. Halt, Moment, Menü rot-weiß. Menü rot-weiß. Und eine Brühe. Man muss dazu sagen, früher hat Konopke um 6 Uhr morgens aufgemacht. Nicht jetzt um 11 mit englischem Menü. Um 6 Uhr morgens. Und wir sind manchmal 6 Uhr morgens raus und dann gab es Frühstück. Das ist schon hart, ne? Curry mit Pommes zum Frühstück. Aber wenn du ein bisschen besoffen bist, geht es. So sah es aus. Gucken, da ist eine Flasche Bier an der Wand. Ich glaube, das war so ein Poster von einem. Und da hat auf dem Foto ist CGB1, genau. Der hat unsere Platten teilweise gemastert und geschnitten bei Dublates. Wer ist das? Weiß ich nicht. Ein sitzender, ja, DJ. Das war in Glasgow, als wir mit Monolake und hier. Ah, hier. Und Sleeparchiv. Da ist er. Sleepy, Schlipper, Achim. Jawollo. Das waren noch Zeiten da. Da haben wir in der School of Art gespielt und im Vorraum legte halt dieser nette Herr auf. So. Ja. Das war gut. Mit Numbers. Dann haben wir in London gespielt. Das ist doch Neil Landstrom. Genau. Aber schön sind die Listen. Und vorne die Leute. Und das war in Helsinki. Da waren wir in einem Plattenladen und da dachte ich so, was ist denn das? Es gab einen Rechtsstreit. Wir haben gewonnen. Nee, keine Ahnung. Das ist irgendeine Band, die man sich so genannt hat, ne? Genau. Gibt's nicht mehr. Die sind verschwunden. Niemand weiß, wo sie sind. So, so. Wir haben damals selten in Hotels geschlafen. Das war eine Privat. Zu Ende. Das war's. Das ist ja deine Auswahl. Naja, Mann, wir können ja nachher noch einen kleinen Film gucken, ne? Aber bevor wir den Film gucken, gibt es ja vielleicht die ein oder andere Frage, die es auch im Publikum gäbe. Aber der Film lohnt sich auf jeden Fall. Können wir erst einen Track noch hören? Das wäre nämlich, damit sich alle auch sammeln können und sich genau überlegen, ob diese Frage jetzt genau die ist, die gestellt werden sollte. Der nächste Track, ist von einem DJ namens Surgeon. Der hat einen Track gemacht, der heißt Atoll. Und den fand ich ganz toll. Es ging so gerade erst los. Ah, Visuals. Die ist wunderbar, ist das. Das ist ja quasi fast so wie deine miterste Band Illuminati, oder? Wie quasi genauso. Also ich habe mal eine Industrial Band mitgemacht. Die hieß Illuminati. Zu der Zeit hattet ihr das mit den Namen auf jeden Fall richtig raus. Ja, ich war ja nicht Band-Namensgeber. Aber wir hatten wahnsinnigen Erfolg. Also dadurch, dass wir so hießen. Ihr habt auch ein richtiges Logo gehabt, die Band, ne? Ja. Logo, ne? Das ist das Wichtigste, ja? Wenn ihr anfangt, Musik zu machen, erstmal Logo. Sprühschablone, Aufkleber. T-Shirts, Merch, ganz wichtig. Ja, es waren so die ersten Gehversuche, Musik zu machen. Ich war der DJ, der
sowas wie gescratcht hat. Ja. Aber so richtig viel gibt es da gar nicht zu erzählen, oder? Ich meine. Also ich finde, also diese wenigen Schnipsel, die man davon sieht, ist ja eigentlich ziemlich lustig, weil es sieht aus, als würden so ein. Also, no offense, aber als würden so. Moment, was sagst du jetzt gleich? So. Willst du es mir vielleicht vorher sagen? Also, als würden so freundliche, alternative Menschen in einem Jugendzentrum so eine Krautrock-Band machen. Ja, eigentlich. Ist ja auch so gewesen. Ich glaube, es war schon ein bisschen wie Krautrock. War auf jeden Fall Krautrock. Stimmt's, Olaf? Olaf? Fuck Olaf, also ich meine. Olaf, wie spät haben wir es denn eigentlich? Ist noch Zeit. Ist noch Zeit. Alles ja, gut. Ja. Wenn Olaf, der fast alles weiß, sagt, es ist noch Zeit, dann gibt es denn Fragen in diesem Saal? Es ist übrigens immer lustig, wenn man während einer Fußballmeisterschaft auf Tour ist. Diesen Sommer haben wir ja wieder eine. Und das, wir hatten mal so eine Situation, wo einfach die Leute dann auch nicht zu bewegen sind. Es war in Italien ein Spiel zwischen zwei Nordmannschaften, zwischen Inter und Turin. Der Rave sollte losgehen und keine Sau kam, ne? Weil einfach, die hingen alle vorm Fernseher. Das ist echt krass. Ist geil. Das ist Fußball. Was machst du denn da? Ja, gibt so einige. Wir haben mal in Juarez gespielt vor ein paar Jahren. Das war zu der Zeit, wo dort so relativ viel so Bandschießereien waren und hatten okay Tickets verkauft. Also kam aber keiner. Wir haben unser Geld bekommen, da waren vielleicht 100 Leute. Die haben sich alle nicht rausgetraut, wegen abends und gefährlich. Das ist die Stadt auf der anderen Seite von El Paso, ne? Mhm. Die hat die höchste, traurigerweise die höchste Mordrate mal gehabt. Das war interessant. Ja. Ich finde, das ist eine total schöne Geschichte, mit der man aufhören kann. So. Wir waren die Einzigen, die rausgegangen sind. Ne? Und jetzt sitzen wir hier mit euch. Wollt ihr uns noch eine Frage stellen? Wollt ihr noch einen Track hören? Super. Ja. Sehr gut. Wollen wir dann vor dem Track oder während dem Track vielleicht die Herren mit einem freundlichen Applaus verabschieden und ihnen herzlich danken? Herr Bronsart, Herr Schari. Okay.